Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 2. Ja, ich habe hier ein kleines Problem. Und zwar, all meine Züge hier auf der Linie sind alle zusammen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, die Züge werden jetzt alle gleich aussehen. Werden jetzt alle rot. 310 Meter, oh. Kriegt ihr jetzt einen Steuerwagen hinten oder nicht? Ha! Bessere Idee. Die Lok muss nochmal weg. Ich brauche eine Lok, die wechselgedönsfähig ist. Also kommt da eine 101 vor. So. Dann muss der Wagen nur weg. Ne, Passagiere. Kann ja nur maximal 320 Meter lang werden. Dann kommt jetzt hier hinten der Steuerwagen ran. So. Und dann machen wir jetzt einmal auf sofort ersetzen alle. Das Problem war unterschiedliche Züge, unterschiedlich schnellere Ladezeiten, unterschiedliche Geschwindigkeiten, also Beschleunigung und dann auch noch der Metronom. Und jetzt haben wir alle Züge hier. Seht ihr jetzt selber, auf dem kleinen Stück sind 4 Züge. Ne, also die Passagiere sind top abgeholt und hier hinten, ja, seht ihr halt selber, ne? Wie das hier sich alles stapelt. Deswegen werden jetzt alle getauscht und hoffentlich entzerren die sich dann wieder so ein bisschen. Und dann kann bei 75% auch. Müssen wir mal gucken. Das ist jetzt noch nicht der neue. Müsste aber trotzdem gleich eigentlich vielleicht schon der neue werden. Der ist jetzt 22 Jahre alt. Also der hier wird definitiv neuer. Ihr seht ja schon, wie alt der ist. Der ist 43 Jahre alt. Hatte eine Ladegeschwindigkeit von mal 22. Und der hat eine Ladegeschwindigkeit auch von 22. War für Effekt. So. Nein, er fährt nicht rückwärts. Ach so, ja, klar fährt er nicht rückwärts. Mist. Wollen wir nochmal Geld ausgeben? Wo so viel kostet das nicht, weil die Züge ja noch einen Wert haben. Alle. Jetzt muss ich mal ganz weit nach unten scrollen wieder. Da war's. Da war's. So, zack. Sofort ersetzen. Jo. Das macht er natürlich jetzt nicht mehr bei dem hier. Naja. Aber der muss nicht lange warten. Ach, wir stehen hier an. Oh, klar. Der schon jetzt den neuen? Ne, da noch nicht. Ja, das ist halt einfach total doof, ne? Die Züge stehen jetzt so dicht hintereinander. Kein Wunder, dass sich dann die Passagiere halt so hoch stapeln. Jetzt warten wir mal auf den nächsten. Obwohl, der müsste ja jetzt eher da sein. Der kann ja die Geschwindigkeit mitnutzen. Mit ihm hier. Der wechselt auch noch. So, jetzt bin mal gespannt. Bitte lass es ein Wendezug werden. Dann wäre es ja noch ganz cool. So, bitte, bitte, bitte lass das klappen. Eigentlich müsste es klappen. Wendezug. Ja, alles klar. Fährt rückwärts. Top. Gut, dann fährt er jetzt so und dreht, dann fährt er halt irgendwann wieder zurück. Jetzt sind die Züge wenigstens schon mal alle gleich. Alle. Oh, und schön dicht aneinander da, ne? Sind auf jeden Fall jetzt alle gleich. Schnell beschleunigen tun sie auch nicht, nur mittelmäßig. Na gut, ist halt so. Aber das Wichtigste ist halt wirklich, dass sie alle die gleichen Ladegeschwindigkeiten haben, ne? Der hat auch mal 22, schon 23 Jahre alt. Mal sehen, wie rum der jetzt fährt. Und dann, ja, er fährt so rum. Perfekt. Da hinten kommt schon wieder einer. Seht ihr, das ist einfach nur... Da kommt schon wieder einer. Das ist halt einfach echt zum Kotzen. Die fahren so dicht hintereinander, die Züge.
Nicht gut. Werden die Züge halt nicht voll. Na gut, ich wollte jetzt eigentlich noch irgendwie so ein bisschen hier noch eine Regionalbahn oder irgendwas bauen, weil ich irgendwie versuchen will, das alles so ein bisschen zu entlasten. Minden ist ja eigentlich mein Hauptknotenpunkt, das ist ja auch richtig. Hier sind ja die meisten Leute. Ihr seht es ja, also das ist ja, ich habe das immer gerne, wenn alle Linien oder zumindest die großen Umsteigesachen alle hier in Minden passieren. So, aber das können wir einfach nicht mehr stemmen. Und so habe ich gedacht, hier fährt ja der TG Hürth. Die meisten Leute wollen ja eh alle nach Minden. Wenn ich jetzt aber von dieser Strecke aus, das ist die hier hinten, ne? Hier fährt der Güterzug. Ah, hier, da. Da war, was fährt denn hier für ein Zug? Der Strecke. Müsste Intercity fahren, ne? Genau. Na gut, der ist ja eh schon immer voll. Wenn ich jetzt natürlich noch einen hinpacke. Hier fährt der Intercity 2. Und hier habe ich sogar noch Platz. Ja, das ist gut. Dann würde ich sagen, bauen wir jetzt von hier einmal hier rüber nach Holzen. Weil hier fährt ja der TG Hürth. Er kriegt die Leute ja auf jeden Fall mit. Aber wenn dann vielleicht schon ein paar Leute darüber gehen, kann man diese Last so ein bisschen aufteilen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht mache ich es damit ja nur noch schlimmer. Ja, dafür müssen wir mal warten, bis der raus ist. Und dann, graden wir den auf zwei Gleise ab. So, geht sogar. Ganz einfach. Zack. Sehr schön. Das ging jetzt ja doch einfacher als gedacht. Und dann werde ich hier gleich die S-Bahn in Doppeltraktion gleich direkt draufsetzen. So. Ist nur die Frage, wo gehen wir lang? Wir wollen da drauf gehen, richtig? Da wollen wir drauf. Soll natürlich auch irgendwie alles so halbwegs schön aussehen. Wir können hier drunter her und gehen dann da drauf. Ja, das machen wir. Ja, im Prinzip können wir ja eigentlich. Nee. Also eigentlich müsste ich das Gleis hier nehmen. So. Dann wir natürlich dann irgendwann noch zweigleisig. Und dann fahren wir hier hinten jetzt einmal drunter her. Durch den Tunnel. Und dann will ich da unten drunter herfahren. Hoffentlich klappt das. Das sollte doch klappen, oder? Hm? Why not? Why not? Haha, es klappt. Immer schön. Aber es funktioniert. So. Kommen wir hier unten raus. Die Frage, gehen wir damit ran? Jo, why not, ne? Why not? So. Zack. Die Zeit läuft auf langsam, das ist gut. Erstmal können wir hier noch so ein bisschen parallel fahren. Und dann biegen wir dann gleich wieder ab. Genau, jetzt biegen wir dann so langsam ab. 300 fahren die ja eh nicht. Die fahren maximal 120, glaube ich, oder 160. So, nehmen wir das Gleis jetzt hier einmal quer rüber. Da drauf. Zubi. Ist die Frage, von welcher Seite bin ich jetzt hier? Von der Seite? Okay. Gut, packen wir dich da auch hin. Erstmal machen wir ein Autosave.
So. Ja, meine Freunde, dann kann ich euch jetzt schon mal sagen, das nächste Video wird entweder eine Timelapse oder nicht. Also wenn es eine Timelapse wird, dann habe ich den Bahnhof umgebaut. Mein Bahnhof, wo wir in der letzten Folge ja so ausführlich drüber gesprochen haben. Wenn keine Timelapse kommt, dann habe ich das Projekt verworfen und ja. Also verworfen endgültig nicht, weil irgendwie muss ich was machen. Brauche mehr Gleise. Will ja irgendwie auch meine Höchstgeschwindigkeitszüge da reinkriegen. So. Kriegen wir jetzt hier das Ding noch hin, ohne dass wir jetzt hier irgendwelche internationalen Verwicklungen haben. Jo, geht, passt. Okay. Dann haben wir doch hier jetzt schon mal eine schöne Linie gebaut. Die nennen wir jetzt einfach mal S1. S1. Machen wir anders. Plattenberg. Und Polzen. Okay. Dann ist das die S1. Plattenberg. Polzen. So nennen wir die. Perfekt. Dahin. Und dahin. Ihr teilt euch schön auf. Perfekt. So, ich werde die gleichen Doppeltraktionen fahren lassen. No risk, no fun. Zwei Stück, zwei Züge. Elektrisch. Können wir auf jeden Fall in zwei verschiedenen Farben fahren lassen. Auf jeden Fall einmal in Blau. Meine Lieblingsfarbe. Ganz klar. So, du kannst schon mal los auf die S1. Dattenberg Bolzen. Und dann nehmen wir einfach nochmal eine Standard. Standardroute hier. Die 430 oder die 23. Nehmen wir die 30. So. Können wir jetzt auch 272 Leute. Also haben wir insgesamt über 500 Leute mit beiden Zügen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Die Züge fehlen mir in meinem Hauptbahnhof auch noch, ne? Die habe ich noch gar nicht. Das sind jetzt die ersten, die ich jetzt hier draufsetze. Gönnen wir uns einmal die Fahrt. Ich hoffe mal, wir haben jetzt nicht zu viel Huckel da drin und so. Da drüben fährt ja schon mal der Intercity. Und ja, wenn wir da drüben angekommen sind, schicken wir den anderen los. Und dann so mal gucken, wie sich das dann entwickelt. So, auf wen warten wir jetzt? Habe ich irgendwas vergessen? Nicht elektrisch. Ist klar. Jo. Kann man machen, ne? Muss ja nicht elektrisch. Bahnhof. Wegen dem TGV hört. Der braucht das nämlich nicht. Aber jetzt geht's. Gut, das war jetzt ja nochmal easy peasy. Ach komm, wir fahren in normaler Geschwindigkeit. Der Zug ist ja schnell. Warum fliegt ein Flugzeug? Hört ihr dieses kleine Tatatat der Schienen? Klingt richtig gut. 140 fahren wir. Genau, schneller schafft er eh nicht. Hier unter der Öllinie drunter her. Die schöne, wunderschöne Niak. Mit einem Eisenerzug. Wahrscheinlich auch voll beladen. Ja, da steht ja schon wieder so viel. Die ist voll beladen. So. Dann können wir den anderen Fridolin losschicken. Die ich natürlich jetzt mal wieder nicht angeklickt habe. So, und du gehst auch auf die Reise. S1. Dann wegbolzen. So. Jo, hier stehen auch schon... Nee. Hier laufen einfach nur die Leute lang. Aber warten tut noch keiner. Gott, die Linie fängt jetzt gerade auch an. Bin mal gespannt, wie viele Leute da jetzt dann so rüberfahren.
Von A nach B. Ja, gut, dann machen wir das so, wie ich es gesagt habe. Entweder ihr seht jetzt gleich eine... Oder ist das gleich? Entweder ihr seht eine Timelapse als nächstes oder eine normale Video. Und ja, lasst euch überraschen. Ich werde mich auch überraschen lassen. Ich werde heute Abend mal ein bisschen basteln. Jetzt habe ich heute erstmal wieder genug Folgen aufgenommen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.